Menschengebräu. Halloween-Party, Dauer! Juhu, das Hu! Huhu! Das wird voll krass! Kann mir mal jemand sagen, warum ihr alle so tut, als ob ihr auf eine Party gehen würdet? Weil wir auf eine Party gehen? Wir gehen auf keine Party, wir sind selbst die Veranstalter einer Party. Und als Gastgeber ist es unsere Aufgabe, uns über Sachen, um die sich keiner kümmert, zu ärgern, bis uns davon total schlecht wird. Wir dürfen keinen Spaß auf unserer eigenen Party haben? Natürlich nicht! Die Party ist nicht für uns. Sie ist für die Leute, die wir beeindrucken wollen. Und wer sind die? Och, ich weiß nicht. Nur die Justice League! Oh, wow. Anspruchsvolle Gäste. Deshalb wird unsere Party heute super gruselig. Wenn du es gruselig willst, ich kann gruselig. Traut ihr euch an diese schmackhaften Augäpfel und Gehirne? Wirklich? Das Schrammlige? Geschälte Augäpfel, so mag ich sie. Wir brauchen was echt Gruseliges, sonst bleibt die Justice League doch nicht auf unserer Party. Dachtest du, ich würde echte Augäpfel und Gehirne herzaubern? Selbstverständlich. Ich dachte, dass auf dich Verlass ist und du uns ein echtes, gruseliges Hexengebräu zauberst. Ja, wir brauchen das echte, gruselige Hexengebräu. Halloween-Partys ohne echtes, gruseliges Hexengebräu sind blöd. Entspannt euch. Ich mache es einfach selbst. Finger weg vom gruseligen Hexengebräu an Halloween. Du entfesselst Kräfte, die... Ist das Traubenlimo? Ja, dann kommt noch Limettensaft rein. Und die letzte feine Zutat, Sprudelwasser. Sprudelwasser, huh. Wo ist da der Unterschied zu meinen lahmen Trauben und Nudeln? Na, dass das ein echtes, gruseliges Hexengebräu ist. Echte Hexen verwenden kein Sprudelwasser. Doch, das tun sie. Ich habe die Zutaten aus dem Internet. Siehst du, es blubbert. Ein Zeichen, dass es echt ist, Mama. Total echtes Blubbern. Jetzt wissen wir, dass du absolut keine Ahnung von Hexen hast, Raven. Ach, wirklich? Gegen Geister. Das Gehen ist fast vorbei. Die Gegangene! Sie ist die Gegangene! Ich liebe Halloween. Alle Heiligen kann jetzt offiziell kommen. Zeigen wir endgültig, dass wir die gruseligsten, süßesten oder saures Spieler in Jump City sind. Ja, aber wir können nicht einfach das letzte Halloween wiederholen, yo. Wir waren so lahm. Boah. Huh, was seid ihr gruselig? Es war furchtbar. Unsere Kostüme müssen in diesem Jahr wirklich gruselig sein. Oh, die sind nicht nur gruselig, die sind monströs. Boah. Wenn die Süßkramjäger Hosen tragen, hüpfen sie vor Angst raus, yo. Von uns hören sie das Buh, Buh, Buh. Und sie weinen dann nur noch das Buh, Buh, Buh. Ernsthaft jetzt? Wir sind total Halloween-Pfeifen! Solina! Solina! Aber an den letzten Halloweens hatte jeder Angst vor unseren Kostümen. Die wollten nur nett sein, Star. Es gehört zu Halloween, so zu tun, als ob man Angst vor langweiligem Müll hat. Wenn das das Übliche ist, bin ich dafür, dass wir die Kostüme tragen. Auch wenn sie das Peinliche sind. Oh nein, ich will keinen weiteren Schummelgrusel dieses Jahr. Ich will lieber echten Grusel. Du willst echten Grusel, ja? Da kann ich helfen. Aber das heißt, dass wir in diesem Jahr überhaupt keine Kostüme tragen. Nackter Po-Style. Das gefällt mir. Mir auch. Es ist entschieden. Wir sammeln dieses Jahr Süßigkeiten nackt. Das wäre gruselig, aber nein. Heute Abend beschwöre ich uns mit einem Fluch zu echten Monstern. Echt gruseligen. Du meinst, es ist möglich, dass wir an Halloween nicht versagen? Worauf wartest du dann noch, Mama? Mach schon, mach schon, mach! Oh, ich fühle den Konflikt wegen der Nichtbeachtung der Halloween-Tradition. Vergiss die Tradition! Wir verbreiten in diesem Jahr echte Angst! Zuerst vernehmt die Warnung. Um Monster aus uns zu machen, verlasse ich mich auf Kräfte, die ich nicht komplett kontrolliere. Mit so einer Warnung beunruhigst du mich nicht. Ja, die ist zu allgemein. Schickes Geschnitze, Bro! Das wird das beste Halloween aller Zeiten. Das nein! Unsere viele Arbeit ist die ruinierte. Du sollst doch nicht immer diese spottbillige Deko kaufen. Es ist nicht nur die Deko. Seht. Es ist, als hätte Halloween schlagartig seinen Geist verloren. Dann sorge ich am besten mal für Antworten. Ich beschwöre den Halloween-Geist herauf. Ein Hexenauge soll rein und Schuppen vom Drachen, Mumienhand und Koboldschwanz die Magie entfachen. Und geschmolzenes Candycorn. Wir beschwören dich, oh großer Halloween-Geist.
Rein nichts ist passiert, yo. Der Halloween-Geist muss weg sein. Wenn wir ihn nicht schnell finden, gibt's auch kein Halloween mehr. Das lassen wir nicht zu. Her mit dem Buch. Irgendwas muss doch da drin stehen, womit wir Halloween retten können. Ist dein Halloween ruiniert? Brauchst du Hilfe? Rufe den Geist, der am meisten zu bieten hat. Beetlejuice. Beetlejuice? Beetlejuice. Hallo Mädel, wie geht's? Guck mich so. Halt mal einen Moment. Kinder, hab ich einen Hunger. Bringt das Geistsein mit sich. Habt ihr irgendwas zu futtern? Oh, hab schon was gefunden. Spuck ihn aus, in dem Augenblick. Was denn, was denn? Der Silky ist nichts zu knabbern. Na schön. Ich vertrage eh keine Würmer. Davon fliegen die Sargdeckel. Oh Mann, der Typ ist ja nicht zu fassen. Jo, bei dem könnte ich mich schlapp lachen. Das war witzig. Wie findet ihr das? Eklig, nicht? Dom schaut und staunt. Das perfekte Hexengebräu. Sie sind da! Happy Halloween! Willkommen zu unserer gruseligen Party! Das läuft ja katastrophal! Wir brauchen irgendwas, das hier ablenkt! Cyborg, dreh auf! Dreh was? Auf! Auf! Alter, du kannst nicht einfach dreh auf sagen, ohne klarzumachen, was du aufdrehen willst. Das ist voll daneben. Musik! Dreh die Musik auf! Schnell! Solange sie Spaß haben, checken wir, ob wir genug Potpourri im Bad haben. Das war echt super, Titans. Wir haben diese Peinlichkeit und alle noch kommenden Peinlichkeiten gut vertuscht. Nein, nein, nein! Die Justice League ist abgehauen! Die bittere Wahrheit ist, unsere Party war lahm. Hey, hört ihr das auch? Ich glaub, die Justice League lacht sich über unsere lahme Party schlapp. Hey, wieso müssen die uns das so reinreiben? Azarath, Mitri und Zinton! Gruselig genug für euch. Wir sind zu gruseligen Monstern geworden. Au! Und ich bin das Allergruseligste. Machst du Witze? Sieh dir diese Zähne an. Ich bin das Allergruseligste. Hört euch nur meine Buß an. Buh! Buh! Mumie, ich denken besser sein. Buh! Das hab ich doch gesagt. Buh! Buh! Schlag! Schlagmann, Schlagmann, Schlagmann! Hey, Schlagmann! Das ist doch viel besser als diese billigen Kostüme. Ich denke trotzdem, dass das nicht die richtige Art ist, die Weens von dem Hello aufzuwirbeln. Warten wir ab, ob du es noch so siehst, wenn wir die schrecklichsten Schabernackspieler in Jump City sind. Titan Monster, go! Gruselig, gruselig, schrecklich, gruselig. Gruselig, gruselig, grausam und ganz gruselig. Gruselig, gruselig, sowas von gruselig. Gruselig, gruselig, so grenzenlos gruselig. Pfeift auf Robin, hey, man nennt mich Dracula. Schrecklicher Dracula, grausiger Dracula. An chronischer Blutarmut leide ich. Knoblauch, Tageslicht und Holzpfähle meide ich. Jeder hier bekommt eine Klatsche ins Gesicht. Von wem?
gruselig. Gruselig, gruselig. Sowas von gruselig. Gruselig, gruselig. So grenzenlos gruselig. Ich bin ein Werwolf. Ja, drum entkommt mir keiner. Ein Biss nur von mir schon, wirst du selber einer. Ich heule bei Vollmond ohne Sinn und Zweck. Tritt da lieber nicht, denn das ist Werwolf-Dreck. Ich hab dahin gemacht. Schlimm, na und? Ich bin ein Hund. Au, au, au. Gruselig, gruselig. Sowas von gruselig. Gruselig, gruselig. So grenzenlos gruselig. Mumie aus Klopapier. Schief gewickelt. Grünliche Haut. Leicht verpickelt. Sollte der Darm oder der Magen mal zu klagen wagen? Nicht verzagen, das Papier wird nicht versagen. Aus dem Friedhofsdreck bin ich hochgesteckt. Frankensteins Monster, wer hat dich geweckt? War nur Spaß, ich bin eigentlich nett. Mein Name ist Karl. Hallo, freut mich. Nicht. Schrecklich gruselig. Gruselig, gruselig. Grausam und ganz gruselig. Gruselig, gruselig. Sowas von gruselig. Gruselig, gruselig. So grenzenlos gruselig. Wir suchen den Halloween-Geist. Kannst du uns da helfen? Ein Moment. Raven? Ist doch ein komischer Zufall, dass wir seine Anzeige gefunden haben. Ich meine, wir kennen ihn nicht. Können wir ihm trauen? Was? Na klar, sieh mich mal an. Wir kaufen sogar im selben Laden. Und riechen beide aus dem Mund wie die Pest. Und? Ich weiß, wo ihr euren verschollenen Halloween-Geist findet. Ach, wirklich? Sicher, sicher, denn diese verlorenen Geister landen immer am selben Ort. Der Unterwelt. Klingt schön einfach. Kannst du uns dahin bringen? Ach, ich weiß nicht. Ich bin ganz schön beschäftigt. Ich führe Regie am Broadway, reise bald nach Hawaii, hab mich gerade mit Winona Ryder verlobt. Bitte, Beetlejuice? Ja, komm schon, Beetlejuice. Na schön, ich mach's ja nur stopp. Mit dem bestimmten B-Wort. Wollen doch mal sehen. Ich muss nur eine Tür zeichnen. Voila. Na dann mal los. Ups, fast vergessen. Wenn man die Unterwelt betreten will, muss man zuerst... Na, ihr wisst es doch. Alles einsteigen in den Unterwelt-Express. Beeilung, jetzt bringen wir diesen Zug mal ins Rollen. Sehr verehrte Fräuleins und Männleins, hier spricht Ihr Zugbegleiter. Wenn Sie zur Rechten des Zugs schauen wollen, sehen Sie den Toten See. Zur Linken die Totenschlucht. Ach, was sag ich? Den Totenschlucker. Und geradeaus sehen wir kein totes Gleis. Beetlejuice, tu etwas! Ruhig Blut! Ich hab alles im Griff, ehrlich, sobald ich den richtigen Schalter finde. Ich sag doch, alles im Griff.